Zwei kleine Elfchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Mein Rücken tut weh. Warte kurz, Chef. Schönes Motorrad. Hab ich mir wegen dir gekauft. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Part. Ich glaube mittlerweile Part 8 unseres wunderschönen Trips oder schon Part 9. Auf jeden Fall stehen wir gerade inmitten von Stuttgart. Wie wir hier hingekommen sind und was dafür passiert ist, wie wir von Frankfurt aus hier hingekommen sind, das seht ihr auf Steve seinem Kanal. Das hat er jetzt gerade alles aufgenommen. Auf jeden Fall sind wir hier vor dem Luis in Stuttgart. Und ja, jetzt steht hier schon ein Zuschauer. Ich habe das auch angekündigt in meiner Story, dass die Leute herkommen können. War jetzt nur einer. Wir haben zwar 3 geschrieben, aber wir warten erstmal noch ein bisschen ab und gucken, was hier so passiert. Und dann werden wir noch bis so, ja, so 2 Stunden in Stuttgart verbringen und heute Abend haben wir schon eine Unterkunft tatsächlich. Man mag es kaum glauben, aber wir haben schon eine Unterkunft bekommen bei jemandem, der ein bisschen außerhalb von Stuttgart wohnt. Der will uns eine Wohnung geben, also einen Schlüssel für eine Einzimmerwohnung, Einzelwohnung oder so, wo wir dann zusammen pennen können. Das wird heute noch sehr spannend. Ich weiß noch nicht, ob das ein Mörder ist oder ein Gewaltiger oder so. Den haben wir auch bei Steve in seinem Video kennengelernt. Jetzt sind wir aber erstmal hier. Gibt es sonst aber noch irgendwelche Bikerspots hier? Nee, wir haben nicht bekannt. Echt? Nee. Aber die Stadt ist übel groß dafür, oder? Geisteskrank groß, aber mehr Polizei als Motorradfahrer. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Bis jetzt wurde uns in Frankfurt und in Hamburg gesagt, dass da richtig viel Polizei ist. Wir haben nicht ein Polizeiauto gesehen, so wirklich. Aber kennst du irgendeine Motorradgruppe hier oder so? Gibt's? Ja, so eine, so Gruppen, so WhatsApp-mäßig, so verbunden. Wie gibt's nicht? Wir haben geschaut, gibt's nicht. Also gibt's bestimmt intern WhatsApp-mäßig. Ja, gar nichts. Ich habe nichts gefunden, wo ich beitreten kann. Krass, Digga. Das ist in Berlin, wenn du ein neuer Motorradfahrer bist, du musst legit ein Bild auf Social Media posten und wirst direkt von 2 Leuten angeschrieben, ob du mit in die Gruppe willst. Ja, wir warten nochmal 5 Minuten und dann fahren wir einfach los. Ich will einfach durch die Stadt ein bisschen tuckern, ich will ein bisschen Stuttgart sehen. Weil ich fand, also bis jetzt war die Stadt echt schön, schöner als Dortmund. Ich glaube nur, aber viel Polizei, Digga, das ist der 5. Polizeiwagen. Alter. Gruppierung beginnen. Boah, Digga. Alter. Gruppierung erfolgreich. Hallo. 2 Gruppenmitglieder verbunden. Ja, lass ich jetzt einfach ab erstmal. Sorry. Das hat sich angeboten. Magnet. Ey, Frankfurt ist wirklich, Frankfurt sag ich schon. Düsseldorf ist schon sehr schön, überdurchschnittlich schön. Düsseldorf ist auch gut. Dortmund. Stuttgart. Ruhe, du hast alle Städte gesagt. Komm mit. Es hat wirklich gekracht in meinem Kopf gerade. Es hat wirklich, wirklich gekracht. Warte, wir stellen mal kurz hier irgendwo ab. Wir stellen mal hier zu den ganzen Rollern hier. Junge, da steht eine R1, eine GSX-R. Oh, da, ich passe da noch hin, Steve, nicht? Alter, bam, Digga. So auch mal cool eingeparkt. Warte, ich fahre noch ein Stück vorwärts. Das hier ist auch crazy, Digga. Das hier als Grünfläche zu verkaufen, um sich hinzulegen, ist verrückt. Das war genug Kulturgut für mich heute. Würdest du, wenn du schwer behindert wärst, dich hier hinstellen, um zu betteln? Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Mein Vater ist ja auch schwer behindert, aber der macht es nicht. Ach echt? Ja. Mein Beileid, Bruder. Trotzdem. Ja, ich kenn's nicht alles, all good. Okay. Was heißt schwer behindert? Ja, der hat halt, wo ich auf die Welt gekommen bin, also ziemlich so, keine Ahnung, 2 Monate danach oder so, im Auto einen Schlaganfall gehabt. Ei. Darauf folgt halt den Autounfall. Und halt so mehrere Herzinfarkte und so ein Scheiß. Und deshalb, der baut halt immer weiter ab. Was hat der Vater für Einschränkungen? Sprache, auf jeden Fall. Ist ja beeinträchtigt beim Schlaganfall gehen. Also mittlerweile geht er nicht mehr selber zum Supermarkt, sondern man muss ihn fahren. Ah, krass, Digga. Das ging früher einigermaßen okay. Ja, meistens halt sowas. Also der war ja halbseitig gelähmt, linke Arm ist halt beschissen, linkes Bein ist beschissen. So Alltagssachen sind halt ein bisschen schwieriger. Aber das Einzige, was mich eigentlich abgefuckt hat, war halt in der Grundschule, wenn er mich abgeholt hat. Ich habe das da selber noch nicht so richtig verstanden, wenn dann die Leute gesagt haben, ja, der Vater ist voll behindert und so. Mich hat das immer voll sauer gemacht. Digga. Aber kleine Kinder sind dumm, so egal welches Alter. Ja, safe, Digga. Deshalb meine ich ja, wenn das nicht so ist, dann, also juckt ja nicht. Ja. So, weißt du, mich juckt komm das nicht. Einmal die Hand, Digga. Einmal du schaffst das, Digga. Einfach stark bleiben, weitermachen. Ich pack das so, Junge. Safe, natürlich. Einfach, du musst glücklich bleiben. Nein. Hier fahren so geile Autos lang, ich schwöre. Das hat der extra für dich gemacht. Ja, Handyhalterung, schon praktisch. Übergeil, kann ich nur empfehlen bis jetzt, Quadlock. Ich weiß nur noch nicht, ob es kaputt geht oder nicht, aber kann ich empfehlen. Eine Frage. Ja. Gas geben? Ja, aber nicht zu viel, ist noch kalt. Motor ist noch kalt. So, ja. Kann... Okay. Ich will nichts kaputt machen. Nein, alles gut. Ein bisschen kannst du theoretisch. Ja? Ein bisschen kannst du. Kannst ruhig mehr, ein bisschen mehr geht. Ja.
Danke. Gerne, Digga, pass auf dich auf. Boah, Digga. Oh, Alter. Den muss ich hinterher. Alter, was ist das denn? Was fahren denn hier in Stuttgart für Autos lang, Junge? Alter. Oh mein Gott. Holy shit. Ich mal ein bisschen zum Drücken. Alter, hat irgendwas... Der Competition. Okay, ja, geil. Der hat irgendwas Großes da vorne. Na? Ich hätte nicht verstanden, was der gesagt hat, gell? Ja, ich bin im Helm so taub. Geil. Aber ist das eine krank geile Karre? Digga, was ist das Rote vorne? Er hat vorne so ein rotes Band und er hat gelbe Frontleuchten. Ist doch illegal, oder? Das war bis jetzt, glaube ich, die geilste Karre, die ich je gesehen habe. Ich glaube auch, Digga, der war wirklich... Ja. Ich habe einen BMW, der geiler war, gesehen und das war der 1000 PS BMW. Wir waren mal mit einer R1 unterwegs, da lief meine Kamera leider nicht. Da ist die R1 ein Rennen gegen einen BMW gefahren, Digga, und hat verloren. Die R1 hat verloren, weil es ein 1000 PS BMW war. Stage 3 getuned, Digga, das war geisteskrank. Also sei mir nicht sauer. Guck mal, ey, Motorpair, das Kind. Er traut sich zu gucken, er hat ein bisschen Angst. Er guckt die ganze Zeit, außer wir gucken nicht. Ja, Junge, der extra den Kamera gemacht, damit ich den gucken kann. Ja, guck. Der mit dem blauen Arm. Achso. Der mit dem blauen. Ja! Scheiße. Der geilste, aber der leiseste, einfach Elektro. Frechheit, Digga. Frechheit, ist er mit der blauen. Geil. Stuttgarter Kennzeichen, Junge. Hast du A2 als ersten Führerschein gemacht oder A2 und Auto? Ja, A2 als erstes. Ja, okay. Aber ich habe auf der 125er von meiner Freundin damals gelernt. Hast du noch, bist du noch mit deiner Freundin zusammen? Ja, seit 2 Jahren. Alter, passt. Glückwunsch. Alle Leute, die wir treffen, sind glücklich vergeben. Glückwunsch. Ich gönne es dir von Herzen, Digga. Wirklich. Läuft gut auch? Anständiger Junge. Läuft gut? Ja, ne? Ja, läuft gut. Ja, ab und zu ein bisschen Gezicke, aber das gehört einfach dazu. Ja, das ist so. Bin ich voll bei dir, Digga. Irgendwo muss man sich gegenseitig auf den Sack gehen, weißt du, was ich meine? Ja, same mache ich und Steve auch. Wir zanken uns einmal am Tag und den Rest lieben wir uns. Wir sind zwar nicht zusammen, aber irgendwann kommen wir zusammen. Ich warte nur, bis er mit seiner Freundin auseinander ist. Ich habe mit Steve 3, 4, 5 Mal so viel Urlaub gemacht wie mit allen Beziehungspartnern, die ich jemals hatte, zusammen. Das ja, heißt es gerade. Ich auch mit dir. Natürlich, Digga. SWR. Ich glaube, für SWR habe ich irgendwann mal SWR irgendwas gemacht. Ist Radio. Fernsehsender und Radio. Ja, genau, ja. SWR 3, SWR 4. Hä? Wollen wir nicht zum Fernsehturm laufen? Ja. Ja. Können wir, aber ich lasse meine Sachen hier, ich kann nicht mehr. Alter, du hast richtig Hunger. Junge, das ist ja verrückt. Dem geht's gar nicht gut, dem Mann. Der kriegt immer richtig Hunger. Wenn er Hunger kriegt, wird er immer richtig so, ja, so wie jetzt. So Diva. Ja, genau, so ein bisschen. Ist ein Snickers. Ich hab auch bisschen durstig, bin ich. Durst, ich muss gleich was trinken, aber essen geht's mir gut bis jetzt. Das ist hier ein Souvenirshop. Ja, Souvenirshop? Ja. Ja, guck, zählt als Wahrzeichen. Wenn es einen Souvenirshop gibt. Ich meine, guck mal nach oben. Wow. Ist cool. Ist schon crazy. Ist schon cool. Ist schon cool. Kann man nicht. Da steht sogar Wahrzeichen drauf, Junge. Beweis genug. Ja. So, Steve. Komm her. Stuttgart. Check. Wahrzeichen in Stuttgart. Stuttgart abgehakt von der Liste. Jetzt haben wir schon Hamburg, Dortmund, Köln, Frankfurt und Stuttgart. Was noch folgt oder fehlt? München und Nürnberg. Das müsste auch zeitlich alles vom Rahmen her gut passen, muss ich sagen. Kommt alles gut hin. Wir haben sehr viel Glück, Digga, dass wir, also durch die Reichweite halt. Digga, die Zuschauer wollen teilhaben, finde ich geil. Und es ist einfach cool, es funktioniert irgendwie. Nürnberg hat einen coolen Zoo. Digga, aber wir gehen nicht in den Zoo. Zoo ist jetzt nicht so unser Fall.
Ich hoffe, euch hat die wunderschönen Aufnahmen dieses Turms mit den Bikes gefallen. Digga, ich bin zu vielen Städten. Du hast eine Stadtbehinderung. Ja, wirklich, oder? Stuttgart. Checky die Check Mac. Wir fahren jetzt nur noch zu Tegut, weil der eine junge Mann, Digga, ist so korrekt, ich schwöre. Er gibt uns einfach was zu trinken, außer wir meinten, wir haben Durst, wir haben nichts mehr, wir haben gar nichts mehr. Ja, heißt, er gibt uns was zu trinken aus richtiger Ehrenmann. Und danach fahren wir dahin, wo uns die Unterkunft angeboten ist. Also die Schnorrer Week. Wir sagen ja Alan Harper Woche. Geht wirklich. Randband, Digga, geht's richtig los. Gibt's bei euch in Stuttgart irgendwelche speziellen Wörter, die man sagt? Als wir zum Beispiel in Frankfurt waren, haben wir Aller gelernt. Aller. Aller. Alles, ja, gibt's auch. Bei uns ist aber ziemlich typisch Stier. Was? Stier ist bei uns. Man sagt zum Beispiel, yo, willst du in McDonald's gehen? Sagst, ich habe kein Geld dabei. Ah, Stier. Was? Was? Das ist so. Ja, ist so. Wie, aber was heißt Stier? Stier. Das ist Stier so. Ist halt einfach so wie, ja, ist kacke, so, keine Ahnung. Echt? Da sagt man Stier. Es hat sich so eingelebt, ja. Ja. Das, Digga, das ist verrückt, sag ich dir ehrlich. Also, Aller kann ich doch verstehen, Aller. Oder in Frankfurt sagt man auch du Airi oder Airi, Airi sagt man oder du. Aber Stier ist schon geisteskrank. Ja, das haben wir auch alles. Aber bei uns ist halt so, ist halt einfach Stier. Ja, Stier, okay, krass. Das ist gut zu wissen. Ich kombiniere einfach, wenn ich wieder in Berlin bin, alle Sprachen, dann sage ich Dicker, Alter, Airi, Stier, Aller. Das kannst du so verwenden. Zum Beispiel, du musst jetzt tanken, du siehst Shell-Tankstelle, Sprit 2 Euro, sagst du, ah, Stier, zu teuer. Ja, also so, ach, so, ja, genau. Mist, so mäßig. Ja, genau. Ja, verstehe ich. Stier, warum ist die Ampel rot? So. Boah. Jetzt guck mal hier links. Ja, genau. Bei Nacht sieht das geisteskrank hier aus, oder? Bestimmt. Ja, schon cool. Hier fahren auch so viele Porsche lang. Man merkt richtig, dass hier ein Porsche-Museum ist. Hier ist so viel Porsche unterwegs. Das ist geisteskrank. Ich habe noch nie in der Stadt so viele Porsches gesehen wie hier. Alter. Ist wirklich, ich sag dir echt, das ist atemberaubend. Ich habe zu Steve gesagt, in manchen Städten fehlt mir dieser Spot, wo du einfach sitzt und dir denkst, Alter, das ist krank. So, aber hier finde ich, das hier ist das. So, du guckst hier runter und denkst dir, krass, das ist wunderschön. Ja, wirklich, ja. Hier würde ich mit meiner Freundin, wenn ich eine Freundin hätte, würde ich mit der hier vorne anhalten und würde einfach abends mal hochspazieren im Berg und dann wieder runter. Verstehst du? Ja, was ist denn jetzt mit der einen, wo du Blumen gebracht hast? Nee, da ist nichts. Ist nirgends so was. Ich habe wirklich nichts mit Frauen zu tun eigentlich so. So wirklich. Ich konzentriere mich sehr, sehr doll auf mich selbst und auf mein Content und so, weißt du? Ja, das merke ich. Das funktioniert auch sehr gut. Ja, deswegen. Also mein Respekt hast du, Per. Kuss, Digga, Kuss. Eine Frau, die mich so unterstützt und an meiner Seite steht, würde ich mir auch wünschen, aber ja, klar, entweder sie kommt oder sie kommt halt nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich suche jetzt nicht aktiv. Ja, check ich. Ja. Aber ich sag auch so, ich glaube, ohne meine Freunde wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Also ich meine schon allein die Familie, die greift mir so unter die Arme, ist egal bei was. Also zum Beispiel mein Motorrad abholen, die haben mich dahin gefahren, damit ich es holen kann und dies und das, die haben mir da so geholfen. Weißt, meine Mom muss halt, ist halt alleine erziehen mäßig so, weil mein Vater ist ja bekannt. Ja, hast du erzählt, die ist ja, ich will arbeiten und so, weißt. Ihre Familie ist eigentlich wie meine, so. Die war nie weg, die ist einfach da. Ja, aber genau so muss es sein, Digga. Ich weiß auch, dass die immer da ist. Ja. Und das ist halt das Gute. Ja, so muss es sein, das ist ja auch genau richtig. Ich war in zwei Beziehungen und da war das auch immer so, Digga. Ich finde eine Frau, die stört nicht. Die richtige Frau bringt dein Leben weiter. Weißt du, was ich meine? Die richtige Frau. Ja, aber die packt auch manchmal ab. Aber das ist halt so. Ja, aber das gehört halt dazu. Ja, natürlich. Das ist part of the game. So, aber genau, trotzdem durch diese überdimensionale Motivation, was aus dir zu machen, um sie glücklich zu machen und dich selber, machst du trotzdem mehr aus dir, als du eigentlich würdest. Weißt du, wie ich meine? Ja, check ich. Ja, deswegen, also ich kann das schon voll nachvollziehen, Digga. Wenn ich eine Frau finden würde, die versteht, wie ich bin und das unterstützt, was ich tue, dann wäre ich ja auch voll in, aber passiert halt gerade nicht so. Und ich bin auch, also ich muss jetzt nicht suchen, Digga, sag ich dir ehrlich. Mein Leben läuft jetzt trotzdem nicht scheiße, weißt du? Kommt. Ja, safe. Alles. Deswegen, aber ich freue mich immer, wenn ich höre, dass Leute glücklich vergeben sind und so. Weil, also ich war es auch schon mal und ich weiß genau, wie es sich anfühlt und ich gönne es jedem von Herzen, Digga. Weißt du, wenn die Leute eine Festpartnerin haben und ich hoffe auch immer nur das Beste für die Menschen, weil ich weiß, wie schön das einfach ist. Ich finde gerade Anfangszeit mit einer frischen Freundin finde ich am krassesten. Nochmal hier. Einfach durch. Wir müssen Hauptsache wieder zur Königsbach-Passage. Ich sag dir ehrlich, richtiges Labyrinth hier. Herr Junge, der sagt ganz zu mir links ab. Nee, jetzt halt jetzt an. Wir halten jetzt an. Ja, guck auf Dinger. Was ist denn hier los? Oder der Mann ist komplett, Sinn. Der ist, ich höre sein Navi verf***t ihn komplett, sein Navi verarscht ihn oder so, keine Ahnung. Mach einfach Königsbach-Passage. Wer hat die denn offen?
Ja, das könnte ein Problem sein, ansonsten müssen wir zur Tanke. Nee, Digga, nein, pass auf. Dann gibst du uns einfach nichts aus und wir machen uns auf den Weg zu dem Arzt, weil es ist schon 21.47 Uhr. Und dann trinken wir da was. Ist okay? Ja. Ja, wenn ihr wollt, wie gesagt. Nee, alles gut, weil wir kommen sonst einfach zu spät bei dem an, Digga. Ich weiß nicht, ob der uns dann noch die Unterkunft gibt. Es sind nur 30 Minuten, Digga, dann fahren wir jetzt direkt dahin. Was? Noch 30? Oh. Schaffst du das? Ja, klar. Digga, dann verabschieden wir uns jetzt, wir müssen uns links lang. Können wir noch ein Bild machen? Ja, na klar, Digga. Was ist das für eine Frage? Alright. Ja. Vielen Dank, Jungs. Digga, es war mir eine Ehre. Danke, hat mir Spaß gemacht, gell? Danke, dass du uns alles gezeigt hast. Vielen Dank dir, mein Bester. Fahr vorsichtig, wirklich. Machen wir. Abmarsch. Tschüss! Schau, mein Bester. Ciao, Jungs, ciao. Nein, doch, ich sag doch, das gerade ist ab. Er hat's doch so, der hat umsonst geschrien. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt von Stuttgart. Ein bisschen was haben wir gesehen, ich glaube nicht alles. Ich glaube, Stuttgart ist noch viel facettenreicher, aber wir haben keine Zeit mehr. Wir machen uns jetzt erstmal straight up bei Nacht komplett gestört über die Autobahn auf den Weg zum... Über Autobahn. Ja, immer Autobahn bei uns. Machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zu unserer wundervollen Unterkunft, wo wir hoffentlich heute gut aufgehoben sind. Digga, ich hoffe, das klappt, ne? Ich bin mir immer bei den Unterkünften, wenn ich die nicht kenne, gar nichts weiß, bin ich mir erstmal nicht sicher, ob sie uns töten. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 bin ich mir nie sicher, ob das halt wirklich klappt oder nicht. Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr in Stuttgart wirklich, habt ihr hier wirklich keine Motorradgruppen, Digga? Oder der Arzt kannte einfach noch keine. Eins von beiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Stadt hier keine Motorradgruppen sind. Bruder, hier, Digga, ich habe so Bruder, viele Motorrad... geile Autos, ja. Ja, erstmal geile Autos und ich habe hier so viele Motorradfahrer gesehen. Das würde mich sehr wundern, wenn die sich ein bisschen zusammenfinden hier in der Stadt. Und wenn es die noch nicht gibt, dann wird jetzt wirklich mal Zeit, dass irgendeiner von euch eine Gruppe gründet und mal ein paar Leute anschreibt. Also ich sage, wir sehen jetzt noch Nürnberg und München, aber sei mir nicht sauer, ich bin mir sehr sicher, dass keiner dieser beiden Städte motorradmäßig Berlin übertrifft. Und egal in welcher Stadt wir waren, Berlin hat so viele Vorteile. Die Polizei schert sich da nicht viel um Motorräder. Wenn, dann reden sie höflich mit euch und machen euch eine Ansage oder böse, aber geben keine schlimmen Verbote oder so. Klar, man wird ab und zu angehalten und kontrolliert, aber wirklich selten eigentlich, ganz selten. Wenn du richtig fährst, ganz dann selten. Dann hast du es wirklich provoziert. Ja, genau. Also angehalten wirst du wirklich ganz selten. Du kannst dir wirklich viele Sachen erlauben, sag ich mal, die positiv, also nicht positiv gesehen, sondern übersehen werden so mäßig, mit Auge zu, ein Auge zudrücken so mäßig. Du hast viele Motorradfahrer, du hast viele coole Spots, wo viele Leute chillen, Sachen, die auch bei Nacht cool aussehen. Die Straßenführungen sind super angenehm, du kannst trotzdem, dass es eine Großstadt ist und viel Verkehr ist, kannst du ordentlich fahren. Das gibt es in keiner anderen Stadt so in der Kombination. Gibt's nicht, Alter, Digga. Die Autos hier sind geisteskrank. Wie viel Bargeld wir noch haben? Ich glaube 40 Euro oder so. Crazy. Also wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Bargeld, aber ich würde mir das wirklich für München aufheben. Oder wir sagen morgen früh, also wir müssen morgen früh Frühstück kaufen, weil der Typ gibt uns auf jeden Fall kein Frühstück. Der ist morgen früh ab 6.30 Uhr arbeiten, hat er mir geschrieben. Und er wird uns kein Abendessen geben. Aber wo kriegst du um die Uhrzeit noch was zu essen her? Günstig. Wir könnten auch auf Gottlos uns was bestellen, sage ich dir ehrlich so. Wenn die dann noch liefern. Ja, erzählt das? Ja, aber gerade sagen, wenn die dann noch liefern. Und alles andere wird schon zu haben, Digga. Mann, ich bin so ein kranker Berliner, ich merke das so doll, Digga. Ich sage einfach 23 Uhr, lass was bestellen, komm. In Berlin geht's auch. In Berlin funktioniert das alles. Easy sogar. Digga, ohne Probleme kann ich dann auch bestellen. Ja. Und vor allem kriege ich auch noch was bei guten Läden. Also es ist nicht mehr so, dass es abgeranzte Läden sind, sondern... Ich merke, ich habe einen richtig trockenen Mund und ich habe auch, also Hunger jetzt nicht. Aber ich merke, dass es bis morgen früh sehr schwer wird, sage ich mal. Sehr schwer. So, wir sind jetzt gerade von der Autobahn runtergefahren und auf dem Weg zu unserem nächsten potenziellen Mörder, der unser Leben beenden wird, in der Hoffnung, er wird es nicht tun. Wir sind in 6 Minuten da und hoffen mal wieder nur das Beste, auf das er uns nicht wird. Er fährt aber, er hat mir geschrieben, er fährt eine MT-07 und ist mit der auch unterwegs. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass er uns umbringt als MT-07-Fahrer ist sehr gering. Junge, wo fahren wir hin, Digga? Einfach, Junge, Mount Everest. Digga, wenn du hier kippst, ist die Karre, rutscht die Karre bis unten. Aber ich stell dir mal vor, hier Schlitten fahren. Boah. Scheiße. Digga, wir fahren ans Ende der Straße, Steve. Die Straße geht da, wo wir hinfahren, nicht mehr weiter. Ach du Kacke. Okay, es ist vorbei, Steve, es ist vorbei. Oh, Bruder, ja, wir werden getötet. Bruder, okay. Danke fürs Zuschauen. Vorbei. Danke fürs Unterstützen. Oh Gott. Digga, da bläst sich da, oh mein Gott. Digga, die haben da gerade Sex. Die haben da Sex, ich schwöre. Glaubst du, dass ich gerade... Ja, 100%, oh mein Gott.
Warte, ich rufe ihn kurz an. Bruder, der hat da so einen Blowjob bekommen, ich schwöre. Da hat gerade einen Blowjob bekommen, wir haben ihn in die Übel gestört. Digga, der hat so einen Blowjob gerade kassiert, ich schwöre. Wir haben gerade alles versaut einfach. Die hätten weitermachen können, ich habe da jetzt nicht das Problem. Ich rufe ihn mal an. Yo, servus. Moin, Daniel, wir stehen hier auf so einem Parkplatz, Digga. Irgendwo. Ja, ich denke, ich weiß wo. Sind wir da alles richtig? Klar, ich komme. Ja, ich. Laut Maps bestimmt. Dann warte. 5 Minuten bin ich da. Ja, mach ganz entspannt, Digga. Jojo, alles klar, okay, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Der ist so korrekt, ich liebe den jetzt schon. Die haben genau da, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Genau da, wo mein Scheinwerfer gezeigt hat, hat einer einen Blowjob kassiert. Hier irgendwo im Nichts. Mit dem Auto da. Komplett, aber richtig. Bruder, sie saß da und er schon so. Und dann sind wir gekommen. Wenn er den so schnell einpacken konnte. Doch, ich schwöre. Wir haben irgendeinem Mann heute richtig das Game versaut, sage ich gerade. Der kommt da Offroad hergefahren, Digga. Ich glaub's ja wohl nicht. Ist der hell. Ach du Scheiße. Ohne Helm auch noch. Ist der verrückt. Wir müssen eine Sache sagen. Wir haben hier einen ruiniert. Kann von deinem Geburtstag gewesen sein. Genau hier war eine Frau mit einem Typen. Die Frau hat ihm einen und wir sind gekommen. Vor 10 Minuten sind die gerade gegangen. Die haben noch Alter! Ich hab's dir gesagt. 100%. Hallo. Moin, Digga. Servus. Ja gut, ich kann euch einmal zeigen, wo die Wohnung ist. Ja. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch zum Mac suchen. Ja. Ja, chillig. Das passt. Gerne. Hier ist das Gebäude des Begehrens. Ui! Also wenn ihr wollt, könnt ihr eure Motorräder dann hier an die Hecke ranstellen. Ja. Eins vielleicht hinter das Auto, hier. Das andere. Aber hinter das Auto wenn sicher? Nicht so. Ja, der muss morgen okay. erst. Okay, stellst du dich hinter das Auto? Raus. Ach, er muss raus aber? Nee, er muss nicht raus. Achso, er muss nicht raus. Passt das, Steve? Hast du genug Platz? Guck mal. Ah, ja, warte, ich hab mir gerade meinen Sack geklemmt, sorry. Genug Platz, oder? Dass alles passt. Ja. Locker. Hallo, wer bist du denn? Ja, hallo. Na? Ich bin schon 16 Jahre alt. 16 ist sie? Wirklich? Oha, die sieht gar nicht aus wie 16. Oh, die ist ja schön. Alter, das ist aber. Ihr habt's schön hier, Mensch. Ja, seid drauf, ne? Ihr seid drauf, ne? Hier runter? Ja, genau. Ja. Die Stufen haben wir jetzt letztens alle mal gemacht. Das sind schöne Stufen. So, muss man sagen. Ja? Alter! Also ist dann auch euer Schlüssel? Ja, alles klar. Und da einmal Bett? Boah, super. Ja, hier können wir super schlafen. Ohne Probleme. Wasser steht auf dem Tisch, auf Gläser. Oh, danke schön. Wir sehen uns dann morgen erst um 12 Uhr dann, denke ich, ja. Ihr seid um 5:30 Uhr wach. Das ist schwierig, ja. Dann, ich danke dir nochmal. Wir sehen uns morgen eh wieder. Komm nochmal her. Willst du eine Umarmung? Bist du ein Umarmer? Würdest du sagen? Wenn ich Körperkontakt habe. Ja. Ist geil das Bett? Wir werden hier heute so natzen. Ja, Digga, mies dankbar hierfür. Ich würde sagen, ich setze kurz den Helm ab. Wir kommen erstmal an. Und danach müssen wir mal quatschen, wie wir das die nächsten Tage jetzt machen. Was wir vorhaben, was wir jetzt an Earnings haben, also was wir besitzen. Und mal gucken, was wir damit anstellen. Na, ich setze erstmal den Helm ab. Wir sind jetzt vollständig angekommen. Und Steve hat sich direkt ins Bett gehauen, ich mich auch. Und jetzt liegen wir hier, warte mal, ich versuche ihn mal hier irgendwo hinzustellen. Wir sind jetzt schon da und haben uns direkt ins Bett gechillt, Digga, weil es einfach viel zu viel ist. Und wir auch einfach mies K.O. sind. Es ist super chillig hier, aber wir müssen wirklich nochmal einen Kraftplan machen, weil wir haben jetzt noch München, Nürnberg und Leipzig vor uns. Das Problem ist, München und Nürnberg sind totenlangweilig. Das haben wir gerade schon besprochen. Ja, also zum Thema Motorradfahren definitiv totenlangweilig. Wir wollen die Städte trotzdem abhaken und wir haben in Leipzig auch noch Kontakt und in München kenne ich sehr viele Leute, zumindest laut den DMs, die ich bekommen habe. Bedeutet, es könnte vielleicht sogar sehr spannend werden in München. Diese Probleme werden wir aber zukünftig auf uns zukommen lassen. Ding ist, wir haben Hunger. Wir haben richtig Hunger. Richtig. Und wir konnten uns jetzt nicht mehr kaufen, weil es ist halt 23.30 Uhr jetzt gerade. Und jetzt werden wir gleich erstmal die Geschenke von den Zuschauern und so mal angucken und killen. Und wir machen nochmal einen Kassensturz, um zu gucken, wie viel Geld haben wir jetzt wirklich gesamt bekommen und gesamt gerade hier. Um dann zu rechnen, weil wir müssen morgen früh beim Bäcker auf jeden Fall Essen kaufen. Kommen wir nicht drum rum, wir müssen was zu essen kaufen. Ja genau, wir müssen ordentlich satt werden. Mit Pech müssen wir in München morgen Abend noch was kaufen, mit Pech. Also wir haben Red Bull und 5 Knoppers zweimal. Ja,
Dann haben wir immer noch vom ersten Tag, die sind auch schon mies im Arsch, haben wir Chips. Essen. Die sind vom ersten Tag, die sind wirklich komplett im Arsch. Die müssen wir aber heute essen. Und wir haben hier noch Schokobons und in den Schokobons sind aber so Kinder, die sind süß. So Kinderkugeln, sage ich mal, sind da drin. Genau, das haben wir. Und warte mal kurz. Wir machen mal ganz kurz jetzt einen schnellen Kassensturz hier. Und gucken mal, was wir so an Money haben. 30, 3 Euro, die ich von Lauch mit Schauch geklaut habe. Danke nochmal, Nick. 4 Euro, 6,10 Euro, 39. 36,39 Euro haben wir jetzt. Also das ist an sich ein Haufen Geld, was man so einfach bekommen hat. Aber wenn man jetzt berechnet, dass wir vielleicht 2 Mahlzeiten und eventuell mit ganz viel Pech eine Unterkunft brauchen, ist das schon echt hart. Brauchen keine Unterkunft. Nee, wir schaffen einfach wirklich auf. Ich schwöre, ich lege mich auf die verdammte Ich hab die ganze Zeit gesagt, wir müssen so wenig Geld wie möglich ausgeben, weil ich gesagt habe, das Geld könnten wir ja nutzen, um eine Unterkunft zur allergrößten Not zu kaufen. Aber wir legen uns dann einfach irgendwo auf dem Feld. Dabei, dass wir auf dem Feld schlafen. Ja, ist auch der beste Call. Dann legen wir das jetzt erstmal wieder zurück und die Tüte hier. Ja, und die Chips und 3 von den Knoppersriegeln werden jetzt erstmal genüsslich rein inhaliert. Ja, wir essen jetzt erstmal ganz entspannt auf. Danach wird gar nichts mehr passieren. Wir werden einfach tot ins Bett fallen und schlafen. Ich bin jetzt schon müde. Mal gucken, was der morgige Morgen mit sich bringt. Wir gehen auch nicht mehr duschen. Wir scheißen drauf, ist uns egal. Ist uns egal, wen juckt's denn? Wen juckt's? Wir sehen uns morgen früh wieder, wenn wir ausgeschlafen sind. Schlaft gut. Bis dann, gute Nacht. Kleine Äffchen, fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt denn noch sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, Nupa, Vieren? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Vieren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Masse, Lami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.